sind gerade einfach Freudestränen. Heftig. Keine Ahnung, warum es jetzt auf einmal passiert. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind vor der Kinta und wir haben das allererste Mal unsere Barbies dabei. Die sind gerade ein bisschen aufgeregt, weil Alex das Tor aufschließt. Heidi ist am Start, Bruno ist am Start und ich bin gespannt, wie sie reagieren werden und mal schauen, ob sie den Garten unsicher machen, ne? Heute ist so das erste richtige Video, wo wir anfangen mit der Sanierung. Alles raus, Teppich raus, gucken, was unterm Putz ist. Und ich dachte, ich nehme euch dann mal mit. Wir haben gesagt, 2023 wird unser Jahr, das Jahr der Kinder. Und ich freue mich so sehr, hier alles für uns vorzubereiten, hübsch zu machen. Wir haben so ein bisschen Frühstück mitgenommen und unterwegs schon gegessen. So, und rein. Ja, wir haben ganz viel Werkzeug mit, deswegen fahren wir rein. Okay. Heidi! Bruno braucht wieder eine extra Behandlung hier. Wo sind wir? Ist das das neue Zuhause? Wow! Ja, komm! Jo! Dann mal mein Auto. Erstmal alles hier beschnuppern. So wäre es, wenn man nur zwei Hunde hätte und keine Kinder. Ach, schön. Ey! Wäre doch irgendwie langweilig. Die ist ganz aufgeregt, ne? Die denkt sich, wo bin ich hier? Riesig der Garten, ne, Heidi? Oh, da war der Frosch wieder. Geht erst da hinten in den Tunnel. Jetzt komm, wir machen das. So, der ist leichter. Komm, wir tauschen. Der ist nicht schwer. Komm, wollen wir jetzt mal machen? Zittelbild? Zittelbild, komm, bist du näher dran? Warte, das war doch nichts. Was denn? Nochmal. Was willst du denn? Bisschen ruhig halten. Eins, zwei, drei. Und drei, zwei, eins. Unglaublich, endlich geht's los. Wir machen so quasi Bestandsaufnahme hier. Ja, einmal gucken, was Sache ist, damit wir planen können. Die Hunde gucken sich das Grundstück an, die können hier nicht weg. So, kommen Sie rein. So. Ich weiß gar nicht, ob das Haus Strom hat. Oh, oh. Also der Hausmeister hat nicht so Strom gezogen, aber ich weiß nicht, wo. Egal, ich habe Akkus, das sollte reichen. Ein paar Zeitschriften haben uns auch hinterlassen. Fotografie. Ja. In the middle of the war. Die Banane. Das ist einfacher. Dieser Hund ist einfacher. Immer schön Rücken gerade halten, ne? Hinter raus, Rücken gerade. Und Handschuhe? Habe ich, aber brauchst du dafür nicht. Eins, zwei. Jo, da ist es einfacher. Wegen der Rückenlehne. Was war das für eine Bewegung? Am Anfang ist er so motiviert und am Ende ist man so, boah, ich hab keinen Bock mehr auf diese Baustelle und so. Boah, ich hab heute, ich war hier direkt im Baumarkt und ich hab ohne Witz genau das gleiche Gefühl gehabt wie in Berlin oder wie in Riedberg damals. Ja, richtig Bock so, ne? Aber in Berlin mehr, weil man fährt dann gleich das gleiche Auto, man ist so, so angezogen irgendwie so. Zum Baumäßig. Tatsächlich. Also komplett so richtig Flashback-Gefühle. Tatsächlich sagen ja auch die Zuschauer, dass dieses Haus stark an Berlin erinnert. Ja, es ist so. Für mich auch. Ne? Du, was sieht das Wasser hier jetzt erkennen? So. Das wird schwerer. Oh, ist das schwer. Ich kann nicht anfassen. Komm, du packst mir runter. Hier kann ich gut anpacken. Wollen wir tauschen? Ja. Eins, zwei. Und hier kann man gar nicht anfassen. Okay. Alter, ist das schwer. Gut, das ist schwer. Warte, lass mal so stehen. Okay, jetzt. Los. Wieso? Hi, Heidi! Das ist unser neues Zuhause hier. Ist das schön? Genau, Asbest kann hier bei so alten Kleber drin sein. Deswegen einfach komplett Maske, Brille, vermummen. Ich habe, genau, meine Maske ist komplett nicht ausreichend. Freust du dich? Aber irgendwann hat man keine Lust mehr. Dann kommt dieser Zeitpunkt, wo man denkt, ich soll fertig werden. Dann hält es uns ja noch keiner, fertig zu werden. Aber man muss sagen, wir haben noch nie
zwei Jahre irgendwo renoviert. Ne? Also das ist schon lange jetzt. Wir haben ja quasi keine Baustelle angefangen. Und wir wohnen in einem Haus, wo wir wohnen bleiben können, sondern wir wollen. Oder wir werden dabei wohnen in dem Haus. Das ist ja jetzt alles hier der Schweizer Weg und dann wird eine Bestandsaufnahme. Da können wir Termine machen quasi und schauen. Angebote einholen. Richtig, was wir hier, was daraus wird. Ne? Wir müssen gucken, was wir machen einfach. Gefällt dir das Haus? Was sagst du, Heidi? Wir haben eine Sache vergessen. Was? Die Musikbox. Da hätte ich jetzt Bock drauf, einfach laut Musik dabei zu hören. Die Kleine, die jetzt im neuen Haus ist. Die kleine Box. Klein. Muss ein bisschen Musik hören können. Ich bin gespannt, wie das Haus ohne Teppich aussieht. Noch röter. Boah, geil. Mich erinnert das irgendwie an Corona. Hm? Ja. Und die auch von Haus zu Haus sogar. Auf, bitte. Sicherheit ist immer an erster Stelle, ne? Ja, man weiß nicht, was da ist. Ich mach's einfach. Eigentlich, dann erzählte mir Isi, die wollte auch mit anpacken. Ja. Aber ich habe mal kurzzeitig entschieden, weil so eine Maske kostet schon 36 Euro und so ein Ding, so eine Brille auch. Also die brauchst du dann nur einmal und dann nie wieder. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das alleine. Alles gut. Du kannst den Teppich rausschmeißen und ich trage ihn zum Carport. Das kann ich dir anbieten. Das Tragen ist genauso gefährlich. Oh. Ich roll das ein, ich trage das selber. Keine Sorge. So, Alex wird jetzt hier anfangen, den Teppich rauszunehmen. Und ich verlasse das Haus mit dem Hunden, weil ich nicht geschützt bin. Wir wissen natürlich nicht, ob es hier giftige Schadstoffe gibt oder nicht. Aber trotzdem gehen wir auf Nummer sicher. Ich gehe mit dem Hund in den Garten. Let's go, Alex. Oh. Ich fange mal an. Was Spitzes auch nicht, ne? Eine Pfeile. Cuttermesser, Pfeile. Nee. Das war so das Spitze. Brauchen wir. Ich habe die Kamera zurück. Alex ist fleißig. Ich glaube, es macht ihm Spaß. Ich bin echt gespannt, was drunter ist. Da ist auf jeden Fall noch Beton. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Unter dem Teppich hat man noch so eine graue Schicht, das ist Beton. Da haben die damals schon quasi versucht, den Boden abzudichten. Und ich glaube, draußen trotzdem ist Maske rum. Es ist einfach sicherer, weil der Staub kommt hier auch raus. Hunde bleiben draußen. Und wir machen die Arbeit selber, weil wir wissen ganz genau, wenn wir hier Mitarbeiter für das in Rümpel nehmen, die würden hier ohne Schutzkleidung hinkommen. Ja. Du schwitzt, ne? Ja. Habe ich mir auch gedacht, unter den ganzen Plastik. Dann haben wir ein Problem. Eine Wurzel? Wenn da jetzt ein Baum wächst fürs Mauerwerk, aber wo soll der denn herkommen? Der große Baum, wirft der so große Wurzeln? So weit? In der Wurzeln. Oh mein Gott. Wir holen den Boot so oder so raus.
Übrigens, ich habe euch mal gesagt, dass es eine hässliche Ecke in diesem Haus gibt. Es ist ja immer so, wenn man sich ein Haus, gebrauchtes Haus kauft, es gibt immer was, was man vielleicht nicht mag, was man nicht so schön findet. Aber es gibt eine Sache, und zwar hinter dem Haus. Das ist so eine Art Tunnel, da läuft die Levada lang. Das ist einfach eine super gruselige Ecke, aber da müssen wir ja nie hin. Ich liebe keine Kakerlaken und Spinnen, deswegen, das sieht zwar schön aus und urig, aber sieht ihr diese Levada, das versorgt halt den ganzen Garten. Das geht einmal komplett hinter das Haus her, die Hunde finden es wahrscheinlich toll. Ich mache euch mal Licht, weil da wahrscheinlich auch Ratten sind. Okay, man sieht nicht viel. Es geht einmal komplett hinter dem Haus lang, das ist Tischfutter und so. Ich habe auch Eimer und Handschuhe, ich werde gleich Unkraut zupfen, da nehme ich euch ein bisschen mit. Es kommt überall durch die Steine durch, durch den Bruchstein. Ich wollte mich jetzt unter den Avocado-Baum setzen hier und gerade ein paar Kommentare von einem neuen YouTube-Video beantworten. Okay, der ist definitiv fest. Ich kann mir jetzt richtig gut vorstellen, hier zu sitzen und hier so eine kleine Feuerstelle zu machen oder Barbecue. Es wird mir immer mehr bewusst, umso öfter ich hier bin und jetzt auch wie jetzt einfach mal so einen stillen Moment nur für mich, während ich hier sitze in diesem Garten. Die Hunde kommen auch überall. Okay, ich habe noch die Hunde, ganz alleine bin ich nicht. Einfach gerade krass. Ich weiß nicht warum, ich weine, aber ich habe mich hier gerade so hingesetzt. Heftig. Gerade einfach Freudestränen. Heftig. Keine Ahnung, warum es jetzt auf einmal passiert. Ich sitze hier so, die Sonne scheint mir ins Gesicht, diese wunderschönen Palmen, die Vögel fliegen. Ich gucke mir diese Kinder an, ich gucke mir meinen Garten an und denke mir einfach so, einfach so dankbar, dass ich hier sein darf. Es ist einfach so schön hier. Ich glaube einfach auch, dass ich gerade mich freue, dass wir hoffentlich in ein paar Jahren hier einen Ort gefunden haben zum Ankommen. Ich glaube, dieses hoffentlich endgültige hier, dass ich mich darauf gerade einfach so extrem freue. Es ist einfach so schön hier. Vielleicht realisiere ich das auch jetzt erst gerade, weil wir jetzt anfangen mit der Renovierung und man hat das erste Mal Zeit, hier so in Ruhe alleine auch zu sitzen. Es ist ein schönes Gefühl. Ja, einfach diesen Moment gerade genießen für mich. Ich habe mich jetzt wieder zu Alex gesellt. Er macht jetzt kurz eine Pause. Ich muss ihm das gleich erstmal erzählen, was passiert ist. Also wir sprechen über alles, ne? Auch über solche Gefühle und Emotionen. Vielleicht hat er ja auch schon mal so einen Augenblick. Er hat jetzt 45 Minuten gebraucht für das Wohnzimmer. Das heißt nochmal eine gute Stunde für das restliche Erdgeschoss. Aber erstmal Pause. Er sagt, es ist so warm da drunter und er schwitzt und soll mal was trinken. Da läuft mein fleißiger Mann. Und wenn er gleich die andere Hälfte macht, fange ich an mit Unkrautzupfen. Man sieht überall zwischen den Ritzen. Ah. Mach die Maske ganz ab. Mach die Maske ab. Weil der Staub da drauf ist. Alex kriegt keine Luft mehr. So, jetzt sind wir raus. Jetzt ist aber nichts geklebt. Ah, okay. Das ist eigentlich gut. Da ist Bitumen drunter. Und das Bitumen wurde zum Glück nur an ganz wenigen Stellen quasi geklebt sozusagen, also erhitzt. Erhitzt, das heißt ja. Und dann der Teppich einfach drauf, da ist nichts geklebt. Kann ich ja meine auch mal absetzen. Genau, hier lagern wir und dann. Dann besorgen wir, wenn das alles leer ist, besorge ich so einen Container. Nee, kein Container. Hier sind ja immer diese kleinen Pritschen. Ich hatte auch gerade einen krassen Augenblick. Was denn? Ich habe mich auf diesen wunderschönen Steintisch gesetzt. Hier kann ich mich hinsetzen. Nicht keine Ahnung warum, aber ich saß da, habe mich da hingelegt, habe mich gesonnt. Dann habe ich das erstmal so realisiert. Dass du hier schon mal gelebt hast, oder? Das ist einfach so unser Zuhause ist, wo wir ankommen wollen. Das war schon schön. Fühlt sich gemütlich an, auch die Baustelle innen drin. Baustellen. Nicht voll. Aber innen drin ist halt so, fühlt sich gut an, so irgendwie. Es fühlt sich gemütlich an. Fühlt sich viel zu Hause an. Ja. Ich gehe raus, wenn du hier stemmst. Wir wollen einmal unter den Stein gucken. Da sind kaum Fugen. Krass. Ja, schon hammer verlegt.
richtig gut verlegt. Und wir hauen es raus. Aber wir müssen unbedingt runter gucken. Kannst du mir auch mal so eine Fußleiste abhauen? Ja, ja, Fußleiste mache ich ab. In Berlin hatten wir auch so einen Stein, den hat Alex rausgestemmt. Ich kann mir vorstellen, dass das keine Fliesen sind, sondern wirklich massive Steine. Das wäre perfekt, weil dann könnten wir eine Höhe bekommen, um Fußbodenheizung zu machen und Parkett draufzulegen. Hier muss ich gucken, wo ich am besten anfange. Ecke. Ist eigentlich egal, weil hier gibt es keine Ecke, wo ich am besten anfange. Alles in der Ecke machen. So, jetzt gucken wir mal, was unter dem Putz ist. Das sieht lustig aus. Warum? Das ist die Lara Croft. Yeah, Lara Croft. Die ist doch hübsch. Natursteinmama? Ja. Ah. Ja, guck mal hier, das ist ein großer Stein. Aua, es ist laut in den Ohren. Das, was wir vermutet haben. Ja, was sind sie? Das wurde 300 Jahre ganz kurz ziehen. Aber dann haben wir ein Problem mit der Statik, ja. Ja, mit dem Fenster. Ja, was heißt nicht gut, das sind alle Häuser so. So, Heidi. Jetzt gehen wir dem Unkraut auf den Zahn, hä? So, Alex hat jetzt den Boden rausgeholt. Dann ist auch gleich hier Mittagspause. Oh, es riecht nach Erde. Das ist echt witzig hier, ne? Ei, das ist echt, das ist Erde. Guck mal, das ist richtig witzig. Witzig? Das ist nur dieser Backstein, der wurde 100% in den 50er Jahren gelegt. Und da ist Erde drunter, nichts mehr. Deswegen gar keine Dämmung. Nix, gar nichts. Keine Feuchte. Wir werden hier so schon mal viel Trockenheit kriegen, wenn wir das ordentlich aufbauen. Richtig ausschachten? Ich weiß gerade nicht, ob ich es gut finde. Warte mal. Ja, wieso? Wir können es einfach aufbuddeln. Wir können doch Platte vernünftig aufbauen. Wir können Fußbodenheizung, egal was wir wollen, hier reinknallen. Ja. Auch mit auch eine Bodenplatte richtig aufbauen, ja. Aber für die Mauer natürlich. Aber wir können schon mal ausschachten im Norden. Wir können ausgraben und haben eine Höhe für komplette 40 cm Betonplatte hier aufstellen und alles, weißt du? Nicht so supi. Wir müssen nichts abtragen. Das ist eine Steinmauer. Stein saugt ja auch nicht viel. Stein saugt eigentlich gar nichts an Wasser. Also das ist nur die Zwischenbeton. Krass. Aber das geht schnell hier rauszustellen. Das ist keine große Sache. Das ist jetzt mit Berlin nicht vergleichbar. Berlin war das massiv Terrakotta. Steine. Das ist echt krass, die haben einfach auf Erde diese Steine gelegt. Ja, 50er Jahren. Der dachte wirklich, das passt so, ne? Deswegen wohnt er immer in Feuchtigkeit, dann guck mal, trotzdem alt geworden, ne? Wir machen es besser. Cool, wir kriegen eine Fußbodenheizung hier rein, ich freue mich. Ja, wir kriegen Fußbodenheizung rein. Weil wir können ja alles ausgraben. Putz muss man eh abschlagen, mindestens bis zur Hälfte, am besten bis zur Fensterkante oder so. Jetzt gehen wir mal nach oben und schleifen den Boden an und schauen, wie das so aussieht eigentlich, so ohne Lasur oder was das ist da oben, wissen wir nicht. Ja, vielleicht ich mal, Natur. Ob wir es in heller kriegen. Genau, und dann, das ist quasi jetzt alle Sachen, die wir machen, das ist für unsere weitere Planung und Entscheidung wichtig. Gut, und warte. Warte da. Auf jeden Fall sehe ich gerade richtig viele Kommentare unter dem neuen Video, dass ihr auch die Seiten tauschen würdet. Aber egal, wir fangen jetzt hier erstmal an und gucken. Vielleicht tauschen wir die Seiten, aber der Boden muss ja eh immer. Ist nicht schlimm, ich mache ihn nicht kaputt. Die Treppe finde ich ganz toll als Kontrast, wenn die ein bisschen dunkler ist. Die wird aber auch teilweise weiß lackiert. Aber die Zimmer hier oben sind mir zu dunkel. Ich weiß, viele lieben so dunkle Böden. Mir ist es einfach zu dunkel. Dann war die Idee einfach, um Kosten zu sparen, den Holzaufbau zu lassen, den Boden zu lassen, den Holzwurm natürlich behandeln, hier alles abschleifen und die schönen dicken Fußleisten entweder aufarbeiten oder komplett neue weiße Holzleisten kaufen. Auch gerne so hohe mit so einem Sims. Sehen echt schön aus, damit einfach noch mehr Helligkeit hier in die Räume kommt. Mir ist es zu dunkel. Aber schön, dass wir die Möglichkeit haben, das abzuschleifen. Ich bin gleich gespannt, wenn Alex das noch mehr runterschleift, was sich darunter verbirgt. So viel heller ist es nicht, ne? Vielleicht kann die Community sagen, was das für eine Holzart ist. Guck mal, so wäre das mit einer frischen Lasur, würde das hier auch so dunkel aussehen, wenn man es nass macht. Höchstwahrscheinlich. Das ist ein bisschen heller und dunkel. Also, dunkles Holz. Das ist Mahagoni, Schatz.
gilt Mahagoniholz aufgrund seiner technischen Eigenschaften und seines dekorativen Aussehens als eine der begehrtesten und besten Holzarten weltweit. Ja, toll. Das heißt nicht rausmachen oder was? Aber ganz eine beliebte Material ist Mahagoniholz bei der Herstellung von Luxusobjekten wie hochwertigen Instrumenten und Bootskörpern für Yachten und Schiffe. Lass doch mal gucken, wie unser Blick aus dem Schlafzimmer wäre. Das Zimmer ist definitiv kleiner als das. Das ist kleiner, natürlich. Das heißt, wir müssten die mittlere dann versetzen oder die Tür nach rechts. Was haben wir denn hier überhaupt für einen Blick aus unserem Schlafzimmer, wenn wir tauschen? Ja, aber kommt schon. Dagegen kann man jetzt nichts sagen, ne? Ist doch schön. Das ist egal, das ist fast schon. Warte. Das ist beides gut. Auch hier hat man das Meer, die Burg und die Palmen. Ja. Man hat zwar keine Sonne, nur morgens. Auch traumhaft schön, näher zum Garten. Und wir hätten hier definitiv auch einen schönen Blick. So würden wir in unseren Garten jeden Morgen gucken. Hm? Guten Morgen. Oh, wir müssen dieses Zimmer nehmen. Weißt du warum? Ja. Wir hätten immer Vogelgezwitscher neben uns. Ja. Weil wir die großen Bäume hier haben. Doch eigentlich schön. Was machen wir? Räume tauschen? Mein Angebot reinholen, so roundabout. Neue Decke, Boden ziehen. Das Holz müssen wir behalten. Das Mahagoni. Wissen wir doch nicht. Aber ich würde. Ja, wahrscheinlich. Müsste man da neue Latten holen und dann, wo es fehlt, dann dazulegen oder was? Boah, dieser Blick, Alex, wenn du da so stehst, ne? Das ist traumhaft schön. Erst einmal Essen hier. Wir haben Essen bestellt. Wir weihen unser Haus ein. Ja. Heidi ist auch ganz gespannt, ne? Da Heidi hat auch Mittagessen bekommen. Unser erstes Mal. Später werden wir hier auch essen wollen, oder? Gemütlich, ja. Ja, richtig schöner Platz, Barbecue-Platz. Ich habe einmal so ein Sandwich und ein paar Tacos. Pommes. Gut gesagt, Sandwich. Sieht irgendwie nice aus, hier zu essen. Voll. Noch ein paar Sitzgelegenheiten schaffen. Schönes Wetter heute. Voll. Guten Appetit. Appetit. Wir sind wieder im Haus. Wir haben gut gegessen, wir fahren jetzt nach Hause. Die Kinder kommen jetzt gleich von der Schule und vom Kindergarten. Und es riecht hier einfach extrem nach Erde drin. Wir hatten jetzt mal mit einem Architekten gesprochen und der ist der Meinung, dass es Sinn macht, die ganzen Steine rauszuholen. Dann wird hier das ganze Erdgeschoss voll mit Erde sein. Das ist so krass einfach. Die haben Mörtel auf die Erde gepackt und einfach Steine drauf, ohne irgendwie abzudichten. Das machen wir dann. Dann wird das ein Top-Haus werden. Dann haben wir auch keine Probleme mit der Feuchtigkeit. Das ist super einfach für uns, aber es riecht hier extrem nach Erde drin. Und der hatte auch gesagt, das macht Sinn. Alles freilegen, Erde raus und das ganze Haus einfach mal atmen lassen. Unser kleines Haus wird noch für uns renoviert und fertig gemacht. Und jetzt die Kinder. Es ist also 2023 hat es echt in sich. Ne, Alex? Ja. Das ist schon krass, einfach drei Baustellen, ne? Ja. Ich hoffe, danach ist vorbei. Keine Lust mehr. Dann nur noch einfach in Ruhe hier leben. Also ich finde, das sieht jetzt schon viel heller aus, ohne den grünen Teppich. Ja. Wenn man nachher schön ein Fischgrätparkett drauf hat und dieser dunkle Stein rauskommt und man nochmal schön hell streicht und weiße Türen. Leute, das wird ein Traum. Und hier hat letztens unser Freund sich getraut, diese Klappe aufzumachen. Da geht noch richtig weit nach oben. Das ist, hier drüber liegt das Bad. Da sieht man die ganzen Wasserleitungen. Das heißt, wir haben hier noch auf jeden Fall mehr Deckenhöhe, wenn wir das alles umbauen. Sieht ganz anders aus mit dem roten Boden. Heidi ist so ein neugieriger Hund, aber auch sehr schüchtern. Hört ihr das? Fühlt sich nicht so wohl. Komm Heidi, wir gehen raus. Was ist denn hier passiert, ne? Was machen die hier schon wieder? Oh mein Gott. Nie haben die Ruhe. Noch ein bisschen unvorstellbar, sich hier irgendwann hinzusetzen. Am Kamin, das Feuer zu genießen. Aber das wird auch irgendwann fertig sein. Die guckt ganz genau, was du da machst, ne? So, meine Lieben, wir fahren jetzt einen Hund abholen, duschen und dann zurück ins Familienleben. Ich habe die Heidi mal jetzt hier kurz hingesetzt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt gerne Feedback und
Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.